Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer Sendung heute mit diesen Tagesthemen. Trauerfeier in Oslo, das wirre Weltbild des Attentäters. Gedenken in Duisburg, ein Jahr nach der Love Parade-Katastrophe. Und Zieleinfahrt in Paris, ein Australier gewinnt die Tour de France. Abgrundtiefer Hass auf den Islam und alles Multikulturelle. Zwei Tage nach dem Doppelanschlag in Norwegen wird langsam deutlich, was den 32-jährigen rechtsradikalen Attentäter zu seiner Wahnsinnstat trieb. Ausdrücklich multikulturell orientiert war das Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der Ferieninsel Utøya. Dort konnte der Mann nach neuesten Erkenntnissen eine Stunde lang ungehindert auf die Jugendlichen schießen, bevor die Polizei kam. Offenbar hatte er alles jahrelang minutiös geplant. Heute wurde in Oslo der mehr als 90 Anschlagsopfer gedacht. Christian Blenker. Der König weint. Harald V. kann seine Tränen auf der Gedenkfeier nicht mehr verbergen. Sein Land erstarrt in tiefer Trauer. Ministerpräsident Stoltenberg hat sichtlich Mühe, in der Domkirche von Oslo zu den Angehörigen zu sprechen. Wir haben viele Menschen in Utøya und im Regierungsviertel verloren. Bald werden wir die Namen und Bilder aller Opfer kennen. Dann wird das ganze Ausmaß dieser Anschläge in all seiner Grausamkeit deutlich. Sie legen Blumen nieder und beteuern immer wieder, dass sich die norwegische Gesellschaft nach den Anschlägen nicht ändern werde. Im Gegenteil, Norwegen rücke jetzt noch mehr zusammen. Doch Anders B., der sich in einem Internetvideo als eine Art Kreuzritter glorifiziert, hat das Land bis ins Mark erschüttert. Über Jahre plante er die Anschläge, jedes Detail schreibt er nieder, 1500 Seiten voller Hass gegen eine multikulturelle Gesellschaft. Selbst seinem Anwalt fällt es schwer, die Gedankenwelt seines Mandanten nachzuvollziehen. Was er uns gesagt hat, war, er wolle die Gesellschaft verändern. In seinem Kopf schwebt ihm eine Art Revolution vor. Sieht er keine strafrechtliche Schuld, fragt der Moderator. Er glaubt, was er getan hat, müsse nicht bestraft werden. Offenbar soll Anders B. nun von einem Arzt auf psychische Störungen untersucht werden. Unterdessen werden Fragen lauter, ob der Polizeieinsatz auf der Fjordinsel Utøya fehlerfrei verlaufen ist. Auf einer Pressekonferenz am Abend erklären die Beamten, zwischen dem ersten Alarm und der Verhaftung seien 60 Minuten vergangen. Die lokale Polizei griff nicht ein, weil unsere Leute aus Oslo bereits auf dem Weg waren und nur sie sind ausgebildet für solche Einsätze. Das ist der Grund. Die Behörden rechnen mit noch mehr Toten als bislang bekannt. Insgesamt gelten nach norwegischen Medien mehr als 30 Menschen als vermisst. Claudia Buckmeier in Oslo. Morgen soll der Attentäter dem Haftrichter vorgeführt werden. Was ist da zu erwarten? Ja, das ist im Moment noch unsicher. Geht es nach dem Wunsch des Täters, dann soll diese Anhörung öffentlich stattfinden. Er will seine Motive darlegen, hat er über seinen Anwalt wissen lassen. Wir wissen im Moment noch nicht, wie das Gericht entscheiden wird. Das Gericht kann das ablehnen, aber das ist völlig offen. Das wird sich irgendwann im Laufe des Vormittags wahrscheinlich entscheiden. Es gab allerdings heute Abend im norwegischen Fernsehen eine Diskussion über ein ähnliches Thema, nämlich wie man mit diesem Papier des Täters umgeht, wie man darüber berichtet. Dabei wurde die Frage gestellt, wie viel Information wünschen sich eigentlich die Menschen, die jetzt unter Schock stehen, die nach Erklärungen suchen. Vielleicht sehen Sie hinter mir, es kommen hier immer noch Hunderte, selbst um diese späte Uhrzeit hierher an die Domkirche, legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Man merkt, es gibt ein Bedürfnis nach Erklärung und auch zu trauern. Aber auf der anderen Seite wurde halt die Frage gestellt, wo ist die Grenze? Wann bietet man ihm eine Bühne? Eine schwierige Gratwanderung, vor der auch das Gericht morgen stehen wird. Claudia Buckmeier, vielen Dank nach Oslo. Deutschland vor einem Jahr, strahlender Sonnenschein. Tausende wollen in Duisburg unter freiem Himmel Musik hören, tanzen, Spaß haben.
Mit der Love Parade wollte sich die Stadt im Ruhrpott weltoffen und jung zeigen. Das Fest endete in einer Massenpanik. 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Die Genehmigung für die Party war rechtswidrig, so der Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft. Doch noch immer will niemand die Schuld an der Katastrophe haben. Heute erinnerten Freunde und Verwandte der Opfer an das Unglück, das für so viele Menschen unfassbares Leid brachte. Thorsten Beermann. Ungefähr hier ist es passiert, vor genau einem Jahr. Armin Geig und seine Freundin sind mitten in der Menge bei der Love Parade, als die Panik ausbricht. Beide überleben knapp. Wieder hier zu sein, ist nicht leicht. Emotionen kommen hoch, vielleicht auch, weil man viel in der Presse gesehen hat, gelesen hat natürlich, das wühlt wieder auf, die Bilder sind wieder da und ich hoffe jetzt mit der Gedenkfeier, dass ich danach wieder in Ruhe einkehrt und ich dann wieder ins normale Altersleben zurückkehren kann, aber es richtig kann man es nicht. Hunderte haben im vergangenen Juli Ähnliches erlebt. Viele sind auch heute noch traumatisiert oder kämpfen mit den Folgen ihrer Verletzungen. Die Gedenkfeier im Stadion soll ihnen Halt geben, ihnen zeigen, ihr seid nicht allein. Dass dies gelingt, ist nicht wenig. Tausende Besucher trauern gemeinsam, als die Namen der 21 Toten verlesen werden. Und als der Graf, Sänger der Band Unheilig, auf Wunsch der Angehörigen ihre heimliche Love Parade-Hymne singt, rücken die Menschen noch enger zusammen. Du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben. Wie soll man umgehen mit den schrecklichen Bildern im Kopf? Ella Seifer hat sich entschieden, darüber zu sprechen. Ich hörte, dass Menschen starben. Menschen, mit denen wir feiern und Spaß haben wollten. Es war so unvorstellbar. Eines vereint heute alle Trauernden im Stadion wie am Tunnel, ihre Wut. Immer noch hat niemand zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Immer noch schieben sich Veranstalter, Stadt und Polizei die Schuld zu. Da haben mehrere Parteien versagt. Das ist fahrlässig versagt, weggeschaut. Und dann muss er wieder gehen, zurück in sein normales Leben, das sich vor einem Jahr so verändert hat. Die eine Frage, sagt Armin Geig, wird ihn weiter umtreiben. Wer ist schuld an der Love Parade-Katastrophe? Um die Pressefreiheit steht es schlecht in der Türkei. Es ist buchstäblich Galgenhumor, wenn türkische Journalisten eine Gefängnisstrafe als Bildungsaufenthalt bezeichnen, weil sie hinter Gittern auf intellektuelle Mitgefangene treffen. Und das sind nicht wenige. Etwa 70 Journalisten, denen unter anderem Verschwörung und Mitarbeit in Geheimorganisationen vorgeworfen werden, sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Damit hält die Türkei, die sich für einen EU-Beitritt bewirbt, einen traurigen Rekord. Ulrich Schramm zeigt, dass die Gedanken der inhaftierten Journalisten frei sind, auch wenn der türkische Staat ihnen keine Gedankenfreiheit zugesteht. Für die türkische Presse ist der 24. Juli eigentlich ein Festtag. Vor genau 103 Jahren, damals noch im Osmanischen Reich, wurde die Pressefreiheit Gesetz. Doch die heutige Beilage einiger Zeitungen passt dazu nicht. Unter dem Titel Inhaftiertenzeitung meldeten sich etwa 40 der rund 70 seit Monaten in türkischen Gefängnissen befindlichen Journalisten zu Wort. Ihre Themen unter anderem: Leben in monatelanger Untersuchungshaft ohne Anklage. Was sollen denn diese vielen Journalisten getan haben? Es gibt mehr inhaftierte Presseleute als in nahezu allen anderen Ländern der Welt. Wir müssen ihre Stimme erhöhen. Nach 5 Monaten erzwungenen Stillschweigens konnte heute auch Yonca Şık mal wieder einen Artikel ihres Mannes in der Zeitung lesen, geschrieben allerdings im Gefängnis. Was eigentlich dem kritischen und investigativen Journalisten Ahmet Şık vorgeworfen wird, wissen sie und er bis heute nicht. Also es gibt zum Beispiel Beispiele, wo Verhaftete sich erst nach 2 Jahren verteidigen konnten. Die offizielle türkische Presse, sie feierte heute trotzdem das Jubiläum der Pressefreiheit, obwohl es um diese nicht zum Besten steht. Schließlich sind derzeit nicht nur rund 70 Journalisten im Gefängnis, gegen Hunderte sind Klagen anhängig und gegen noch mehr wird ermittelt. Das hat die Regierung zu verantworten. Die Änderungen im türkischen Strafgesetz im Jahre 2005 und die des Terrorismusbekämpfungsgesetzes 2006 haben die Grundlagen für eine Kriminalisierung von Journalisten geschaffen. Bilder von vor einigen Wochen.
Eine Großdemonstration derer, die sonst über Demonstrationen berichten. Nicht nur bei ihnen geht die Angst um, die vierte Kraft in der Türkei könnte aufhören, eine wirkliche Kraft zu sein. In Spanien haben am Abend wieder mehrere tausend Menschen ihrem Ärger über die wirtschaftlichen Probleme des Landes Luft gemacht. Dazu jetzt mehr im Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer. Die Menschen protestierten insbesondere gegen die hohe Arbeitslosigkeit, den Sparkurs der Regierung und die ihrer Meinung nach weit verbreitete Korruption. Vor allem junge Leute demonstrierten am Abend in der Madrider Innenstadt und zogen zum Platz Puerta del Sol. Dort hatten Demonstranten bereits im Mai einige Wochen kampiert. In Spanien hat fast jeder Zweite unter 25 Jahren keine Arbeit. Die Bundesregierung gewährte im oppositionellen Übergangsrat in Libyen ein Darlehen. Bundesaußenminister Westerwelle sagte, für zivile und humanitäre Maßnahmen würden bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt. Der Übergangsrat werde das Geld zurückzahlen, sobald der UN-Sicherheitsrat gesperrtes libysches Vermögen wieder freigegeben habe. Nach dem schweren Zugunglück im Osten Chinas suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Ein Hochgeschwindigkeitszug war gestern auf einen anderen geprallt. Dieser war zuvor nach einem Stromausfall durch einen Blitzschlag stehen geblieben. 6 Waggons entgleisten, mehrere stürzten von einer Brücke in die Tiefe. Mindestens 43 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Der Australier Cadel Evans hat die diesjährige Tour de France gewonnen. Der 34-Jährige triumphierte nach 3 Wochen und 3.430 Kilometern vor den Brüdern Andy und Frank Schleck aus Luxemburg. Die Schlussetappe der Frankreich-Rundfahrt führte über 95 Kilometer von Créteil auf die Champs-Élysées in Paris. Und das waren die Tagesthemen. Die nächste Tagesschau, die gibt es um 1.50 Uhr. Und jetzt gleich im Anschluss Claudia Kleinert mit den Wetteraussichten. Morgen begrüßt Sie hier wieder Tom Buro. Ihnen eine gute Nacht.